Kugeln habe. Hallo Freunde, mein Name ist Andreas Pietschmann. Ich bin Botschafter der Björn-Schulz-Stiftung und des Sonnenhofes in Pankow, des Kinderhospizes in Pankow. Wir haben heute die Sonnenhofroute gefahren zugunsten der Björn-Schulz-Stiftung und haben Spenden gesammelt und einen wunderbaren Tag, auch bei wunderbarem Wetter verbracht und eine große Tour gefahren. In diesem Jahr 15 Jahre alt, da wird es im November auch noch eine große Feier zu geben und die Arbeit hängt eben ab von Spendengeldern unter anderem und deswegen sind wir so dankbar, dass unsere Botschafter uns unterstützen, dass die Biker uns unterstützen, der Motorradclub mit allen seinen Anhängern und Freunden und Gerd Reinke natürlich als der Motor und Organisator dieser tollen Sonnenhofroute. Ich weiß, ab morgen bereitet er schon die für 2018 wieder vor. Der Sonnenhof ist wirklich ein ganz besonderer Ort und die Arbeit, die die Björn-Schulz-Stiftung verrichtet, ist eine ganz besondere und ganz wichtige. Jeder, der einmal den Ort in Pankow, das Hospiz, besucht, wird überrascht sein, dass der Ort, den er vielleicht als sehr traurigen oder ernsten erwartet, ein Ort auch voller Humor, voller Liebe, voller Zuwendung und voller Energie ist. Man geht eigentlich mit mehr Kraft wieder raus, als man reingegangen ist. Der Dank gilt allen Teilnehmern, die jedes Jahr immer wieder treu uns begleiten und ohne die das gar nicht machbar wäre. Dann eben vielen Dank an dich und alle anderen, die das angestoßen haben. Und danke auch allen Sponsoren, die sich beteiligt haben und dafür gesorgt haben, dass die Sonnenhofroute das werden konnte, was sie jetzt war und das Geld zusammengekommen ist. Potenzielle neue Sponsoren für die kommenden Jahre, wenn sie jetzt vielleicht durch diesen kleinen Filmausschnitt mitbekommen haben, wie wertvoll und wie wichtig die Arbeit des Sonnenhofes ist und wie hingebungsvoll vom Motorradclub die Route dafür organisiert wird. Vielleicht haben sie Lust, in Zukunft sich auch mal zu beteiligen. Die Sonnenhofroute wird sicherlich im nächsten Jahr wieder vonstatten gehen.